Künstliche Intelligenz und Kunst. Wie weit ist die Kunst schon fortgeschritten, wenn es um künstliche Intelligenz geht? Kann eine künstliche Intelligenz vielleicht schon selber Kunst produzieren? Darum geht es in diesem Video. Ich bin erst kürzlich in diesen Bereich eingedrungen und habe mir angeschaut, was gibt es schon für Künstler, die sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen? Was gibt es hier für eine Szene? Und glaub mir, wow, also es gibt hier richtig so eine Art Subkultur von Menschen, die sich eben schon mit künstlicher Intelligenz befassen. Ein Künstler, auf den ich da gestoßen bin, ist Refik Anadol und der macht geile Sachen. Hi, I'm Refik, I'm a media artist. I use data as a pigment and paint with a thinking brush that is assisted by artificial intelligence. Der verwendet eben Machine Learning, um Kunstwerke, bildliche Kunst zu produzieren. Da gibt es ein Beispiel, da hat er Winddaten hergenommen und hat das der künstlichen Intelligenz übergeben, diese Daten, und die Daten dann visualisiert mit Hilfe der künstlichen Intelligenz. Und die Bilder, die da rauskommen, die schauen wirklich so aus, als würden irgendwie Träume entstehen. Und er sagt auch selber, ja, er lässt die Maschine träumen. Using architectural spaces as canvases, I collaborate with machines to make buildings dream and hallucinate. Was ich richtig geil finde, ist, wie er diese Kunstwerke dann auf jeweils das Museum selber projiziert hat. Also das schaut so richtig cool aus. Schaut euch das einmal an. Dann gibt es noch die Künstlerin Su Wen Chang. Sie macht auch coole Sachen, weil sie verwendet Machine Learning und Robotik. Das heißt, sie kombiniert diese beiden Aspekte. Sie hat dem Computer alle ihre vergangenen Kunstwerke gezeigt und hat dem Computer damit beigebracht, was ihr Kunststil ist. Hat dann diesen Computer verbunden mit einem Roboterarm. Und dieser Roboterarm zeichnet jetzt mit ihr zusammen Kunstwerke genau nach ihrem Stil. Also auch eine sehr interessante Anwendung. Das führt natürlich zu der Überlegung, ob du nicht dem Computer einfach andere Stile auch zeigen kannst und dann Kunstwerke produzieren, die zum Beispiel Leonardo da Vinci produziert hätte oder die Van Gogh gemalt hätte oder die Picasso gemalt hätte. Und genau diese Sachen passieren ja heutzutage auch schon. Besonders gut gefällt mir die Arbeit von Anna Riedler. Anna Riedler hat 10.000 Tulpen zunächst einmal fotografiert, hat diese Tulpenfotos dann digitalisiert und hat sie wiederum einem Machine Learning Algorithmus übergeben. Und was sie dann gemacht hat, und das gefällt mir persönlich natürlich sehr gut, ist, sie hat es animieren lassen. Das heißt, wir sehen animierte Tulpen und diese Tulpen sind dann verbunden worden mit dem Bitcoin-Preis. Je nachdem, wie sich der Bitcoin-Preis entwickelt, wenn der Bitcoin-Preis nach oben geht, dann werden diese Tulpen bunter und wenn er nach unten geht, dann werden diese Tulpen wieder einheitlicher. Das heißt, sie hat das absichtlich gewählt, um an die Tulpenmanie zu erinnern. Die Tulpenmanie war ein historisches Ereignis, bei dem der Tulpenpreis so ungeheuer in die Höhe gestiegen ist, dass du irgendwann einmal um eine Tulpenzwiebel ein Haus kaufen konntest. Und das ist in die Geschichte eingegangen als eine der großen Manien, als eine der großen Spekulationsblasen. Anna Riedler spielt da mit diesem Konzept von künstlicher Intelligenz mit gleichzeitig Blockchain-Technologie und vereint die beiden und zeigt eben diesen Wahnsinn auch auf, der mit diesen ganzen Spekulationsblasen, die wir in der Cryptocurrency-Szene momentan erleben, auch sehen können. Also das waren nur drei der bekanntesten AI-Künstler, die sich mit diesem Thema befassen. Es gibt, wie gesagt, eine riesige Subkultur von irrsinnig vielen Menschen, die sich mit diesem Thema befassen, die hier die Kunst vorantreiben, die hier neue Technologien verbinden, eben mit künstlerischem Dasein. Aber die Frage ist, kann auch ich unter die AI-Künstler gehen? Probieren wir mal aus, ob wir selber schon auf eine künstliche Intelligenz zugreifen können und ein eigenes AI-Kunstwerk erstellen können. Ich bin hier auf die Seite artbreeder.com gestoßen, wo versprochen wird, dass wir ein Kunstwerk selber mit AI erschaffen können. Schaut ja sehr gut auch aus. Dann loggen wir uns mal hier ein, klicken auf Start. Und hier sieht man einige Bilder, die ich quasi schon mit der AI zusammen erstellt habe und ich finde, die schauen allesamt ziemlich geil schon aus, aber wir probieren einfach mal ein neues zu produzieren. Zuerst eine Kategorie
nehmen wir dieses Mal Landscapes. Compose, Upload oder Animate. Man kann auch ein eigenes uploaden. Machen wir einfach mal Compose. Hier werden drei Beispiele aufgezeigt. Und jetzt kann ich hier auf der linken Seite irgendwie noch die Sachen verändern, wenn ich zum Beispiel mehr Meer drauf haben möchte. Und dann klicke ich hier auf Refresh. Dann werden mir hier schon neue Bilder angezeigt von der KI. Ich möchte vielleicht weniger Mountain drauf haben, weniger Berge. Und schon ist dieses Bild hier für mich gemacht worden. Also es ist wirklich leicht, hier mit Hilfe der KI schon Bilder zu erstellen. Also wir sehen, auch ich kann hier sehr leicht unter die AI-Künstler gehen. Ich habe schon so ein Bild geteilt in den sozialen Medien und ein Kommentar von Walter fand ich sehr gut, nämlich die Frage, habe ich jetzt dieses Bild erstellt oder hat es die KI gestellt? Und das ist ja, finde ich, gerade als Philosoph eine der wichtigsten Fragen. Ja, wie ist das? Wie seht ihr das? Habe ich das erstellt? Hat die KI dieses Bild erstellt? Haben wir es zusammen erstellt? Ist die Frage nicht auch dahin weitgehend so, dass wir ja immer eigentlich mit Werkzeugen unsere Kunstwerke erstellen, außer wenn wir selbst natürlich das Kunstwerk sind. Aber wenn wir einen Pinsel nehmen, hat dann der Pinsel dieses Kunstwerk gemalt? Wenn ich eine Computeranimation mache, hat dann der Computer diese Animation gemacht oder ich? Und wenn ich hier nur noch auf ein paar Knöpfe drücke und klicke und dieses Kunstwerk wird produziert, habe dann ich dieses Bild gemacht oder war das die KI? Was meint ihr? Lasst es mich in den Kommentaren wissen.